Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arc Fjordur. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Dann packe ich mal meine Viecher ein und mach die Overworld unsicher. Die Overworld, Junge. Da, wo wir unser Bestes einfach Nether oder was? Ja. Ah, ja. Ohne All verliert sich das. Oh, lecker. Lecker Leben. Mit so einem Löwenrudel, Shadowmane-Rudel hinter mir fühle ich mich schon sicher da. Gut, aber der Giga 156, den möchte ich trotzdem nicht angreifen. Nee. Hilfe! Junge, Big, der Bronto kommt auf mich zugerannt, um mich anzugreifen. Ich schieße ein paar Mal ab, er dreht ab. Aha! Ein Mikroraptor. Eigentlich kein Problem. Der Velo, der, wenn du runtergeworfen bist von dem, der ballert diesen Mikroraptor richtig hart. Ja, vor allem habe ich auch meine Löwen hier dabei. Ja, gut, dann hat der eh keine Chance. Das stimmt. Komm, geh drauf, Alpha-Fisch. Es ist schön, dass wir in Alpha-Megaloden im Sand verbuggt sind am Strand. Sehr schön. Ja, das stimmt. Aber nur abfahren. Wie ein Mikroraptor. Ja, ich hatte letztens auch drei irgendwie auf einem Haufen. Oh, jetzt kommt Alpha. Will ja nicht. Will nicht im Wasser sein. Und Alpha-Megalon natürlich nicht wieder her, das 3 ist... Na komm. Bettelt er gegen den Kano, Junge, jetzt reicht's aber. So, jetzt muss noch ein paar Level gegeben haben, ja. So, jetzt hat mein Hauptwich, mein Simba schön die 30.000 AP, das mag ich doch. Ha, übrigens, Leonard meinte ja, dass man diese Mantis sozusagen diese Sandwurmhörner baut und die gibt's, also es gibt ja keine Sandwürmer, aber auf der Lavainsel gibt's so quasi so gestorbene, also Sandwurmleichen, die da so rumliegen, so versteinerte, und wenn man die abbaut, kriegt man auch diese Sandwurmhörner. Und für welche Viecher? Ja, für diese Mantis braucht man das, um die zu zähmen. Wieder Mikroraptor jetzt ersetzt. Langsam wird's ein bisschen zu viel. Noch mehr. Ja, so ein Mikroraptor-Rudel. Das ist echt irgendwie schon der fünfte oder so, der hier ist. Da ist noch einer. Und diese Schelle von denen ist einfach das Beste. Junge, ich habe einen 270er Headshot mit dem Velo auf den Raptor gegeben. Der arme Junge. Ja, ich habe fast meine 5000 Ausdauer. Wo ist denn der Giga überhaupt hin? Da ist er. Das ehrenlose Drecksviech. Green Tech Rex. Wie gehen die schnell down, diese Viecher? Der war auch erst Level 20, aber trotzdem. Also, wie viel so 2 Sekunden in die reinballern, dann gehen sie K.O. 108er Brachio, der macht mir Angst. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Schaden die mit dem Stampfer machen. Ja, die machen schon insane viel Schaden damit. Aber du darfst dich halt einfach nicht stampfen lassen. Ja, aber ich habe halt die auch Viecher bei mir. Und das Viech ist nicht schnell. Ja, dann würde ich es lassen. Ich würde den schon gerne killen. Und ich habe halt 3 Shadowmans dabei mit ca. 30.000 AP. Den dürfte das eigentlich schon funktionieren. Aber ich habe Angst, meine Viecher zu verlieren. Nee. Darf keine risky Plays mehr machen. Das ist noch ein Brachio, der 66. Ah. Wir sind auch mein Viecher halt nicht so viel AP. Ja, stimmt. Ja, aber du kannst ja notfalls weglaufen auch. Ja, aber der Geschwindigkeit. Also wenn der Drache einmal seinen Sprintgang einlegt. Na gut. Dann sag ich zumindest mal die 5000 aus, sonst kann ich auf Damage gehen. Und ein Alpha Raptor, das macht natürlich... Das war einfach natürlich die Angelegenheit. Der kommt mir sehr nah ins Gesicht gelaufen, das mag ich nicht. Also jetzt hätte ich ein bisschen gierig auf den Brachio. Oh, hier ist noch 108er Rex. Dann der eben zuerst. Ich habe 51 Runensteine gekriegt. Ja, das war der eine oder andere Alpha. Ist hier oben noch irgendwas, was ich killen kann, bevor ich auf den Brachio gehe? Oh, wieder ein Rex. Oder ein High-Level Rex. Natürlich sind sie noch so dumm. Ich komme ganz langsam angelaufen und schreien erstmal, bevor sie angreife. Vorwarnung. Ja, bis sie schon, also beim Schreien sind die meisten dann schon tot. Ich kenne eine gute Strat.
Und alle Rudel. Gut, die gehen sehr schnell down durch meine Viecher. Oh, noch ein Alpha Raptor. Und ein 18er Rex. Da sieht man doch gerne. Ne? Junge, habe ich den weggemeldet. Ich habe dem durchgehend 340er Headshots gegeben, weil er so Leichen eine Stunde lang geknabbert hat. So, jetzt habe ich 700 Nahkampfschaden beim Fisch. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen auf HP. 24, 2, ich hole jetzt einen Level 72er an, Kilo. Ich habe jetzt keine Lust. 72er? Ja, ich habe jetzt keinen Bock, ewig einen High-Level zu suchen. Ja, und dann muss ich wenigstens dreistellig. Ja, aber. Weiß ich nicht. Ja, kannst du erstmal so einholen. Wir übernehmen mehrere brauchen, insofern. Wie die Shadow Mains, mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Nimmst du einen Pronto an, die gehen einfach direkt auf alles. Ja, die sind halt Huren, muss man dazu sagen. Auch. Nein, die sind Ehre. Krass. Ja, aber an Will sind sie Huren. Ja, das stimmt. Hat da gehen die Bicke auf den Sack. Das stimmt. Das kann mein letzter Velo bestätigen. Also, wenn ich jetzt hier nichts mehr finde, dann kriege ich glaube ich auch mal wieder zurück. Er ist über Level 100, wenn er getamed ist, Louis. Der ist ja Level 100, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich habe alles, was High Level ist, ausgelöscht. Du könntest mir jetzt mal noch helfen, mal ein bisschen Dingens. Kristalle zu farmen, damit wir ein Gewächs ausmachen können. Ja, aber woher Kristalle? Bei unserer Base ist Kristalle, da gehe ich nicht hin. Ja, geh halt irgendwo, guck halt einfach mal auf die Ressourcen davon für, oder? Ich geh jetzt mal wieder zurück nach Hause. Jetzt wieder big in Asgard. Und jetzt direkt so ein Kryo-Viech. Ja, yeah. Und ein wilder Shadowmane. Erstmal entsorgen. Noch ein wilder. Und für den Fan ist diese Glowtails einfach aus wie Mikroraptoren. Nicht. Ich hab das außerdem nicht reingetreten. Wow. Aus, also fast. Mhm. Wow. Ich hab's ja nicht da gemacht. Aber eigentlich schon vor ein Kriegsgericht. Ja, ich hab's ja nicht gemacht. Also, da ist kein Leuchteankühler, aber der ist Level 180. Ich will eigentlich schon so einen Leuchteankühler. Aber Level 180 ist halt auch irgendwie unnötig. Aber da verschwindest du halt auf die Pfeile. Wir haben halt nicht mehr wirklich viele. Mal schauen, vielleicht bin ich noch einen oder anderen Shadow Main, den ich mobben kann. Den ich mich endlich rächen kann. Genug tun. Oh oh, ein Kryoraptor. Und er ist tot. Ach, so einen hätte ich auch gerne. Ja, die sind cool. Das sind aber die besseren Raptoren. Hey. Normale Raptoren können halt nichts. Müssen sie auch nicht. Ja doch. Nee. Dann ist ja useless. Nee. Sieht ja cool aus. Das reicht dann. Ja. Warum, nein. Verstanden. Ich hab gehofft, ich pfeife meine Viecher auf so einen Fisch drauf, jetzt habe ich unsere halbe Basis dann gepfiffen. Warum pfeifst du? Das ist doof. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass es meine Viecher sind, die hier angerannt kommen. Nein, jetzt muss ich einen Baum fällen, weil meine Viecher zu dumm sind, lang zu laufen. Nee, du fällst ja nicht. Du läufst außen rum. Ja, zu spät, ich hab einmal hingeschlagen, ich wollte so einen Pilz entfernen, da ist der ganze Baum umgekippt. Wow. Wachsen nach. Bisschen wilder Runder noch keinem geschadet. Seit Amazonas neues ist. Oh, ja, Luca, wo bleiben die Geschütze? Ja, ganz ruhig. Der Bront und seine Kumpanen sind mittlerweile schon. Ja, die Geschütze können wir uns sogar leisten. Das wurde so mehr im Wasser als im Land. Naja, das sind nicht meine Viecher. Nicht meine Viecher, nicht mein Problem. So, da hab ich hier da auch mal auf die Vulkanen und zähl mir mal so ein Ankylo. Kannst dann noch direkt Metall mitnehmen, also nimm deine Agi mit. Also sich jetzt, weil ich unserer Basis nicht vertraue, packe ich alle meine Viecher mal in eine Crew-Kapsel. Ach, jetzt haben die meinen Ankylo getötet. Jetzt kommt ja so ein Rudel Wölfe angerannt, doch Digga. Schon merke ich, dass es eine gute Idee ist, meine Viecher hier einzupacken. Ich nehme das nächste Mal meinen Shadowman mit. Diese ganzen scheiß Viecher. Ja, ich laufe auch nicht mehr ohne die rum, es raucht die einfach. Digga, diese Wölfe gehen da so hart auf den Sack. Und jetzt kann ich wieder einen neuen Ankylo suchen. Oh, Level. Ankylo 174. Will ich haben. Aber ich habe jetzt schon mal ordentlich Metall geholt. Bei dem anderen. Das ist schon mal ganz lecker. Lego, Schmego. Ich glaube, wir noch ein bisschen auf Gewicht. Ich will halt so viel Gewicht haben, dass ich ein Stack Metall tragen kann, ohne dass ich langsam bin. Hm. Weil es geht mir auf den Sack, dass man die mal aufteilen muss, wenn man die tragen will. Ich glaube, ich die Eule mitnehmen, falls ich dem Fisch zu viel Damage, aber die Ankylos überleben das schon.